Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Anleitungsvideo zum Thema grafischer Taschenrechner TI-83. Schalten wir mal ein, da haben wir die Berechnung vom letzten Mal noch. Löschen wir gleich mal. Clear. Gut. So, heute wollen wir uns mal anschauen, wie man also eine einfache Funktion mithilfe des grafischen Taschenrechners darstellt. Das gilt relativ leicht, indem wir also über das Y-ist-gleich-Menü die Funktionsgleichung eingeben, also 4, anstelle von x zum Beispiel, oder das x erzeugen wir mit dieser Taste. Und da sind wir eigentlich auch schon fertig, lineare Funktion 4x. Und dann können wir uns das hier auch gleich grafisch anschauen. Zack. Okay, ich möchte die Funktion ergänzen, das heißt, ich gehe nach rechts, addiere 1, schauen wir das an. Prima. So, nächste Funktion. 1/2 x minus 1. Minus ist jetzt hier falsch gesetzt. Es wird eine Fehlermeldung geben, weil ich das Vorzeichen minus verwendet habe. Das Vorzeichen minus darf ich wirklich nur bei Vorzeichen setzen. Achtung! Das war ein typisches Beispiel von, denkst du? Das wäre das richtige Minus gewesen. So, will ich die erste Funktion nicht mehr darstellen, dann kann ich hier auf das Ist-Gleichzeichen gehen mit der Enter-Taste. Nehme ich die aus der Darstellung heraus. Es wird nur noch die Funktion angezeigt, die hier entsprechend hinterlegt ist. Gut. So, der grafische Taschenrechner kann natürlich auch schwierigere Funktionen durchaus ganz gut bewältigen. Also zum Beispiel x 0,1 x Quadrat minus 2 und dann zeichnet er mir hier die Parabel noch ein. Ich kann die auch unterscheiden. Bei linearen Funktionen wäre das durchaus hilfreich. Wenn ich also jetzt hier von meinen Cursor auf die erste Stelle setze und mit Enter praktisch eine andere Darstellung auswähle. Es gibt verschiedene Darstellungen, die machen weniger Sinn hier. Aber auch die gepunktete Darstellung wäre durchaus hilfreich. Lassen wir sie mal dabei. Und dann bekommen wir also die eine Funktion und die andere als Punkte. Nicht so schön zu sehen. Machen wir sie also doch fett, damit das besser zu sehen ist. Und da haben wir sie fett. So, jetzt können wir die sehr schön unterscheiden. Zum Thema, wie richte ich mir die Darstellung hier ein? Es geht jetzt zunächst mal nur um die grafische Darstellung. Dazu benötige ich zum einen die Taste Window, die mir anzeigt, wie groß das Ausgabefenster ist, also von x minus 10 bis x plus 10 in einer Skalierungsschritten. Das heißt also hier, diese Skalenschritte sind in einer Schritten. Und hier das entsprechende bei y. Das erreiche ich immer wieder, egal wie ich das mir vorher eingestellt habe, wenn ich über die Zoom-Taste Z-Standard auswähle. Also Zoom 6. Gut, ich mache jetzt hier mal eine Veränderung, gebe mal eine Veränderung ein. Minus 5 bis 5 und in Zweierschritten und von Y lasse ich minus 10 bis 10. Allerdings hier jetzt in Schritten von 2,5. Und schon sehe ich also von minus 5, das sind jeweils zweier Schritte die Skalierung. Und y geht dann von minus 10 in 2,5 Schritten. So kann ich mir dann also hier mein Fenster entsprechend zurechtlegen. Wie gesagt, ich kann jederzeit den Standard einstellen wieder mit 6. Möchte allerdings zunächst mal das Hineinzoomen zeigen. Also ich habe jetzt hier in der Mitte einen kleinen Punkt. Den kann ich jetzt an eine andere Stelle rücken und wenn ich die Enter-Taste drücke, dann bekomme ich diese Stelle in den Mittelpunkt gesetzt und natürlich eine entsprechende Vergrößerung des Fensters. Dasselbe beim Zoom-Out. Auch hier kann ich das nochmal verrücken. Ich setze das wieder zurück auf den Koordinatenursprung und dann zoomt er mir wieder heraus. So,
Dezimalzüm kann ich also entsprechende Vorgaben machen, wie viel ausgezoomt werden soll. Die Zoombox ist vielleicht noch interessant. Enter. Auch hier habe ich wieder diesen kleinen blinkenden Punkt. Den kann ich jetzt auf eine Stelle setzen. Drücke die Enter-Taste. Jetzt ist der Punkt festgehalten. Gehe ich nach rechts und unten kann ich ein Fenster aufziehen. Beende ich das Ganze, bekomme ich genau das, was im Fenster ist, in meinem Display angezeigt. Auf diese Art und Weise kann ich Bereiche meines Diagramms sehr stark vergrößern, um jetzt hier zum Beispiel herauszufinden, wie groß ist eine oder wo liegt eine bestimmte Stelle. Ich habe mir hier X und Y eingeblendet. Das lässt sich realisieren über die Funktion Format, also Second Zoom. Hier kann ich diverse Einstellungen machen. Also ich benutze ein rechtwinkliges Koordinatensystem. Die Koordinatenachsen sind an, die Grids sind off. Das bedeutet, können wir mal zeigen, Grids off, on. Jetzt bekomme ich noch Punkte eingezeichnet. Die sind hier so stark, die richten sich also nach meiner Skalierung. Mache ich nochmal ein Zoom-Standard. Dann sehe ich jetzt hier die Grids. Das sind also diese Punkte, diese Rasterpunkte, an denen ich mich dann orientieren kann, insbesondere in den Bereichen, wo meine Funktion also irgendwo zu sein scheint. Diese Grids richten sich nach den vorgegebenen Skalierungen, sind also genau nach den Skalierungen gesetzt. So, gehen wir nochmal zurück, nehmen wir sie wieder raus, manchmal sind sie natürlich auch nicht so hilfreich. Sollen die Achsen dargestellt werden, dann sollte das auf On sein, die Koordinaten auf On, da haben wir dann also bei Zoom zum Beispiel eben diese Koordinaten XY dargestellt hier unten. Gut, Label on, Label off, das ist eher verzichtbar, weil jeder weiß, dass es sich bei der X-Achse hier um X handelt und die Y-Achse um Y, zumal die an sehr eigenartigen Stellen stehen. Diese Bezeichnungen kann man die also getrost weglassen. So. So viel zu den ganz grundlegenden Dingen. Erst einmal, natürlich können wir auch in unserer Grafik mit dem Trace-Menü arbeiten. Jetzt haben wir hier einen Punkt. Der Punkt befindet sich auf der Funktion y2 minus 0,5x minus 1. Gehe ich nach rechts, dann kann ich hier also, dadurch, dass meine Koordinaten gezeigt werden, die Koordinaten des Punktes hier genau ablesen. Nach oben, unten wechsle ich zwischen den Funktionen, die ich hier darstellen lasse. Auch hier kann ich also jetzt zumindest ungefähr ermitteln, wo der Schnittpunkt liegt. Und wenn ich jetzt mit Hilfe einer, was weiß ich, Zoombox zum Beispiel mir den Bereich stark vergrößere, dann kann ich natürlich hier noch besser herausfinden, wo etwa der Schnittpunkt liegen sollte. Den Schnittpunkt genau zu berechnen, dafür gibt es eine spezielle Berechnungsfunktion, nämlich die Berechnungsfunktion Intersect hier in Calc. Und hier lege ich also fest, ich möchte den Schnittpunkt dieser Funktion, Enter, und jetzt wechsle ich zur anderen Funktion, Enter. Ich kann natürlich hier auch Funktionen auswählen, wenn ich mehrere dargestellt habe. Und mit dem nächsten Enter berechnet das Programm also den Schnittpunkt entsprechend meiner Genauigkeitsvorgaben und zeigt mir hier die Koordinaten an. So viel zum Thema erstmal ganz grundlegend arbeiten mit dem Grafikteil des grafischen Taschenrechners, also Funktionsgleichungen hier eingeben. Achtet bitte darauf, dass hier oben diese Angaben nicht hinterlegt sind. Wir wollen nicht plotten, wir wollen also richtige Funktion y und so weiter zeichnen. Und denkt bitte dran, das Darstellungsfenster, die Zoom-Möglichkeiten
das Tracen mit den entsprechenden Vorgaben und die ganze Darstellung hier in diesem Fenster. In dem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren und tschüss.